Das MDR Kultur Kalenderblatt. Ja, was heißt Oper? Eigentlich Opernfragment. Das Libretto von ihm selbst, die Handlung lehnt sich frei an das zweite Buch Mose an und basiert vor allem diese Oper auf einer einzigen Zwölftonreihe. Eine Oper, als sie uraufgeführt wurde vor 65 Jahren, durchaus umstritten war. Man stellte sich die Frage, wird sie tatsächlich erfolgreich sein? Wird sie an den Opernhäusern, in den Konzertsälen gespielt werden? Sie wird. Arnold Schönberg. Meine Damen und Herren, morgen Abend bringt der Nordwestdeutsche Rundfunk die Uraufführung der nachgelassenen Oper Moses und Aaron von Arnold Schönberg. Das ist in jedem Betracht ein großes und bedeutsames Ereignis. Ein Ausnahmeereignis steht an im März 1954. Nicht nur der Musikkritiker Heinz Joachim sieht das so. Doch ist dieses Werk überhaupt aufführbar? Moses und Aaron von Arnold Schönberg, ursprünglich als Oratorium geplant, dann als Oper konzipiert. Ein Fragment, zwei Sätze, ein dritter blieb unvollendet. Nun, knapp drei Jahre nach Schönbergs Tod, wird in Hamburg ein Versuch unternommen, wenn auch zunächst nur konzertant. Der Österreicher Schönberg hatte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit seiner Zwölftonmusik für Furore gesorgt. Deren Kern ist die sogenannte Zwölftonreihe, eine beliebige Anordnung der zwölf verschiedenen Tonhöhen der chromatischen Tonleiter. Der Ausgangspunkt für verschiedenste Variationen und hitzige Debatten. Musikkritiker Heinz Joachim schreibt: Schönberg zog mit seiner musikalischen Neustrukturierung die Konsequenzen aus der sich abzeichnenden Auflösung des Harmoniebildes der klassischen Musik und setzte sich damit dem Ruf eines Zertrümmerers der alten Formen aus. Schönberg entlarvte aber lediglich die überkommenen Scheinkonventionen in der Musik und schuf in seinem neuen Harmoniesystem eine Pionierarbeit, die in ihrer Bedeutung für die Nachwelt der von Einstein entwickelten Relativitätstheorie durchaus vergleichbar ist. 1928 beginnt Schönberg mit der Arbeit an Moses und Aaron. Auch den Text verfasst der Komponist selbst. Die Handlung lehnt sich frei an die biblische Geschichte um das Brüderpaar an. Moses und Aaron ringen um den wahren Gottesbegriff. Ein durchaus aktuelles Thema. Aaron, der Realpolitiker und Mann der Tat, handelt nach der Überzeugung, dass die Masse nur glaube, was sie sieht. Der Konflikt zwischen ihnen weitet sich zum Symbol für den uralten, menschheitbewegenden Dualismus zwischen Freiheit und Willkür, zwischen Geist und Gewalt. Unvorstellbarer Gott, unaussprechlicher, vieldeutiger Gedanke, lässt du diese Auslegung zu? Schönberg bringt sein Projekt nicht zu Ende. Ein Grund ist wohl die politische Entwicklung in Deutschland. In jungen Jahren zum Christentum übergetreten, wird Schönberg von den Nazis als Jude von seiner Professur an der Preußischen Akademie vertrieben. Er flieht in die USA, stirbt dort 1951. Sein Werk Moses und Aaron bleibt ein Fragment. Der vielbeachteten konzertanten Uraufführung im März 1954 in Hamburg folgt drei Jahre später in Zürich auch die szenische Premiere. Der Schönberg-Kenner Josef Rufer hebt vor allem eines hervor. Das kann man wirklich ein Wunder nennen, diese 1,5 Stunden Musik aus einer einzigen 12-tönigen Reihe zu erfinden und dabei diese Buntheit und Farbigkeit der Erfindung und des Klangs zu erzielen. Dennoch. Das Zwölftonwunder Schönbergs findet auch weiterhin nicht bei allen Beifall. Als Moses und Aaron 1959 in West-Berlin aufgeführt und übertragen wird, stören Trillerpfeifen den Abend.